Hallo Leute, diesmal fangen wir schon hier an, damit ihr mal ganz kurz die Namen sehen könnt. Und ich starte jetzt das Duell. Ihr habt die Namen gesehen, ich habe jetzt keine Lust, hier vorzulesen. Ach, come on. Na. Idiot. Fuck you. Mit deiner Mutter. Oh, weißt du, was ich drauf habe? Wieso darfst du deine Karten eigentlich schon sehen? Weil ich habe zweimal magischer Zylinder, einmal Wiedergeburt. Nochmal, warum darfst du deine Karten schon sehen? Darfst du die nicht? Nein. Lol. Darf ich nicht. Oh. So muss ein Spiel anfangen. Ich meine, vorhin durfte ich meine Karten in der ersten Runde auch nicht sehen, obwohl ich als erstes dran war. Jetzt schon wieder. I mean, what the fuck, man, what the fuck? Was bist du denn? Der bedeckt sie, oder wie? So, wir machen das so. Das bringt uns zwar jetzt nichts, die Dark City, weil wir nicht angreifen können. Aber trotzdem. Wir haben erstmal eine gute Verteidigung liegen. Ja. Eine solide. Du hast ja auch mehr als 40 Karten drin, sehe ich gerade. Ja. Und da muss ja noch Typhoon rein. Diese Karte habe ich im Side-Deck von meinem Synchro-Deck, von meinem Rose-Deck. Ah, okay. Auch. Ich glaube, der will, glaube ich, ein Synchro beschwören. Ja. Aber von der Hand aus kann er. Das ist von dieses 5DC, dieser Hauptcharakter des Decks, glaube ich. Ja, aber er kann sie nicht von der Hand beschwören, er muss sie ja erstmal liegen haben. Können sie dann vielleicht nur Spezialbeschwung kommt. Ich meine, gut, ich habe keine Monster, die wirklich Schaden machen, hey. Aber er auch nicht. Spezialbeschwörung, ich sag's ja. Ja gut, das ist blöd. Don't like. Ja, what the fuck? Das ist das Deck von diesen Typen. Der braucht, glaube ich, 4 zum Beschwören oder so, und dann kann er das rufen. Warte, da kommt eine Synchro jetzt. Double Warrior. Wir haben nur 2700 Verteidigung, ne? Das reicht, glaube ich. Ja, wahrscheinlich hat das Vieh ja dann auch noch einen Effekt, wenn es rauskommt. Ich habe noch mystische. Okay, er nimmt nur 2. 2800. Nein, reicht nicht. Ist wirklich nicht. Ich möchte nochmal anmerken, es reicht nicht. Komm, jetzt greif erstmal mit einem 400er an, um zu gucken, was drunter liegt. Da bin ich ja dran. Da was Gutes? Nee. Also was braucht der denn so? Da liest sich wahrscheinlich gerade irgendein Effekt durch. Alter, habe ich ein ganzes Buch durch. Eine Serverkarte aktiviert, erhält diese Karte während ihres nächsten Angriffs. Nur für die Schadensberechnung 1000 Angriffe. Was diese Karte angreift und kommt zerstört. Ja. Was ist denn jetzt gerufen? Kraken. Okay. Waffenkammer. Waffe aus der Waffenkammer. Er hat eine Waffe aus der Waffenkammer beschworen. Einmal pro Spielzug kannst du ein Monster auf dem Spielfeld wählen. Rüste das gewählte Ziel mit der Karte aus. Oder schon eine andere Position. Solange das gewählte Monster ausgerüstet ist, erhält es Dauerangriff, dann zählt er nicht zerstört und auf den Friedhof gelegt. Füge deinem Gegner Schaden in Höhe. Das tut weh. 100. Nein, nochmal 400 dazu. So, dann mach mal was Sinnvolles. Mach ich. Ich hab den ersten starken Angriff abgewehrt. Ich mach was Sinnvolles.
Nur für dich. Jetzt kommt's ja. 100 Lebens, 1000 Lebenspunkte in der Karte ziehen. Bin ich hilfreich? Ja. Ich war Manny dabei. Na gut, momentan könnten wir diese Scheißkarte eh nicht zerstören. Falls dein Gegner ein Monster kontrolliert und du kein Monster kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Jeder Spieler kann den Effekt von unbekannte Synchro nur einmal pro Duell benutzen. Wow! Jetzt sind wir in einer geilen Pattsituation. Du kannst nicht angreifen. Ich weiß. Ich wollte nur mal darauf hinweisen. Zweimal magischer Zylinder und einmal Waffenschüchtern. Wie fährt denn der drauf? Nee, noch, oder? Nee, noch nicht. Das Problem ist, ich habe natürlich jetzt auch 1600 Lebenspunkte. Das ist ein bisschen mehr als normal, ne? Ja. Ein bisschen mehr als du gewohnt bist. Kann ich so schnell fertig machen. Ich freue mich schon in wie viel? Ich glaube am 26. Ja, was wenn das Video oben ist, ist das so wie. Oh Gott. Nicht der kann Fallenkarten entdecken oder so war das, ne? Der kann Fallenkarten und Effekte diese können nicht Effekte aktiviert werden. Auf den Fallenkarten auf dem Spielfeld werden annulliert. Den sollten wir loswerden. Unbedingt. Ich hasse Jinzu. Scheiße, ist magischer Zylinder klappt nicht, magischer Zylinder klappt nicht und der andere klappt nicht. Waffenschüchtern. Ja, und du hast nur ungefähr 4 von 5 Fällen. Er hat Jinzu abgelegt und ruft Jinzu Lord. Diese Karte kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung werden. Außer indem du einen offenen Jinzu, den du kontrollierst, auf dem Friedhof legst. Fallenkarten können nicht aktiviert werden und die Effekte aller Fallenkarten auf dem Spielfeld werden annulliert. Einmal pro Spielzug kannst du alle offenen Fallenkarten zerstören. Füge deinem Gegner 300 Schaden für jede. What the fuck? Bitte zerstört diesen Jinzu. Und wie? Probier was. Ich weiß, glaube ich, schon wie, wenn ich dran bin. Ich habe Monster Reborn drauf. Ich rufe deren Jinzu aus. Und noch ist die. Die habe ich ja nicht mehr, oder? Die habe ich ja nicht gezogen. Shit, stimmt ja. Ich habe eine andere Karte gezogen. Das Einzige, was ich machen kann, ist hier noch ein bisschen Verteidigung setzen. Ja, unsere hält noch 2 Runden. Eine Runde für mich. Und deren ist abgelaufen. Weil ich komme nur auf 2000 Schatten. Ja, mach weg. Also ich muss machen. Boah. Stimmt ja. Ich kann ja jetzt deine. Hey! Nicht gut! Absolut nicht cool! Der aufgeregt. Ja, ich weiß nicht, verräterische Schwerter, bzw. Siegschwerter, wie sie vorher hießen oder so, habe ich sie zumindest in Erinnerung. Ja, wenigstens haben die keine verräterischen Schwerter. Ich muss jetzt eine gute Karte ziehen, Alter. Ich habe ja auch Karte. Bam 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 bam. Ja, was machst du jetzt? Ah, jetzt hat er Angst. Der überlegt mir zu lang. Der überlegt noch, wie er die Hand am besten auf der Hose kriegt. Klemmt. Jetzt bin ich dran, oder? Krieg ich was Gutes? Du hast schon was gezogen, aber ich kann es nicht sehen. Ich hab Marshmallow. Die andere kannst du auch im Verteidigungsmodus tun. Wir können nämlich gerade keine Fallenkarten spielen. Mach Jinzu weg.
Wie denn? Was weiß ich, vergewaltige ihn oder so. Das ist nur Schnuppe. Wie sie gerade mein Mikro voll wegdreht. Und ich die ganze Zeit voll dran stoße. Ich sollte das mal wieder fester schrauben hier. Ja, die Dinger taugen irgendwie nichts, finde ich. Welche Dinger? Die von hier, was Tibon hier da halt, Hohmann, die mitgesteckt hat da. Wieso? Sind doch extra ausgesucht. Die, du hast die extra ausgesucht? Ja, die kriegst du doch nicht so dabei geliefert. Ja, ich hab mir ein Set gekauft. Ich habe mir auch ein Set gekauft, aber das Set ist ja, gibt ja mehrere Sets, ich sag's mal so. Also ich kann ja mal meins gucken. Ich finde das Stativ an sich nicht schlecht, bis auf die Füße, die sind scheiße. Ich habe mir jetzt so ein Tischteller-Ding hier geholt. Ja, das wollte ich mir auch, also da habe ich jetzt auch überlegt, mir das zu holen. Da habe ich bei Amazon vor, glaube ich, für 10 Euro so ein Ding. Ich habe es, glaube ich, bei Sarazar das erste Mal gesehen, diese Dinger überhaupt oder so. Und ich find das dann durchaus, ehrlich gesagt, besser. Es ist einfach nur gerade so runter. Das ist so angenehm. Das Einzige, was bei mir ist, noch dieser Popschutz, der so ein bisschen nach zur Seite geht. Den hast du, glaube ich, auch. Ja, der Popschutz ist halt aber bei mir halt direkt davor, ich sag's mal so. Also ich sitze genau zwischen mir und Mikro. Mikro. So, jetzt sind unsere Lichtschwerter auch weg. Ja, was? Jetzt habe ich schon mal 1 von 2, jetzt brauche ich nur noch 2. Was soll ich denn bitte schön machen, du Futze? Ich will mit deinem Tundeck nächstes Mal oder so, Alter. Ich zerstöre diesen Gin so einfach. Ist mal ernsthaft. Weißt du, das Problem ist wirklich nur dieser verkackte Gin so. Wenn ein Battleface eines Gegners, ja, das kann ich nicht einsetzen. Das ist nur, wenn ich angreife. Ich bin voll im Arsch, ich kann nichts machen. Puh, hast du nicht irgendwie so ein Tornado-Ding oder sowas? Nö. Ich kann dir hier den Gefallen tun und den noch mal ein bisschen Verteidigung legen, damit der erstmal nicht so schnell durchkommt. Mach das lieber. Oder so, aber mehr kann ich momentan einfach nicht machen. Der soll die eine verdeckte Karte angreifen. Meine. Es kommt wieder verrätische Schwerter, ich seh's kommen. Dann können wir, Zauberkarte können wir nochmal annullieren. Er geht sofort in die Battle Base. Der wird, glaube ich, jetzt. Ja, war klar. Ja, das bringt mir voll viel. Nett, dass du das zweimal sogar fragst, danke. Frag ich das Linda? Nein, der hat mich nach Dings. Hat er mich jetzt das erste Mal nach Fallenkarten gefragt? Ich habe jetzt gedacht, er hat mich zweimal nach meinen Helden gefragt. Ich habe Blade Master auf der Hand. Achso. Warte mal. Du hast Arschkarte. Der hat mich echt zweimal nach Weltmaster gefragt. Das wird wehtun. Das heißt aber auch, er kann Marshmallow in den Angriffsmodus versetzen. Du musst sie erstmal aufdecken. Ja, das sollte nicht so das Problem sein. Tschüss. Der macht putt. Jetzt fragt er mich wahrscheinlich gleich wieder zweimal, ob ich meine Heldenkarte aktivieren will. Ja, einmal. Und? Und? Oh, nur einmal. Ich muss echt was machen. Ich muss was Gutes ziehen. Ich muss nicht den Gin so wegbekommen. Nein, will ich nicht. Du kannst nichts mehr machen. Oh Gott. Ja, no, ich vor, das, sind eh alles, das sind alles Fallenkarten da hinten. Die kannst du ruhig alles zerstören. Das macht voll keinen Sinn. Wir können sie eh nicht einsetzen. Du hast aber auch gar keine Karten auf Hand, ist das Problem. Doch, Monster Reborn. Was will die Karte jetzt? Ich soll einen aufrufen. Spezialbeschwörung. Ich soll einen aufrufen. Da stimmt irgendein Schicksalheld hält außer ihn, ne? Ja, komm hier. Nochmal Verteidigung gebrochen. Du weißt, dass wenn er das Ding in den Angriffmodus schieben kann, tut das ganz schön weh, oder? Ich bin. Bitte die Sandmund. Ich wollte nur darauf hinweisen, wer das Video 100 im Angriff hat. Ach ja, so ein schönes Duell. Du.
Warum? Also man kann das Vieh überhaupt? Du hättest warten können, bis wir vielleicht es irgendwie schafft, sein Synchromonster zu töten, dann hätten wir sein Synchromonster holen können. Wir haben ein paar Runden sicher. Ich hab die extra aufgerufen, die kann auch ihr XYZ-Ding da opfern. Ja, Utopia. Genau. Gab's die nicht auch als Fusionskarte bei Dings? Das GX meinst du, ja? Ja, das mit den Heldendecks. Ich glaube, das ist GX, ne? Ja, aber das war Neon, irgend so Neon-Typen. Okay. Ich weiß, da gab's ja auch noch. Eigentlich, ich meine, die hieß auch Utopia. Ich bin mir jetzt aber unsicher, ich weiß es nicht mehr so genau. Ist zu lange her, dass ich Yu-Gi-Oh! Geguckt habe. Guck mal langsam mal. Spätestens. 4 Uhr. Ja, meine Mutter steht um 5 auf. Mama, Schüssel und Essen. Mach mir Frühstück, Olle. Am besten in der verkehrt herumeren Reihenfolge. Also falsch herum. Also erst essen, dann Schüssel. Ein Schüssel, dann essen. Damit sie nochmal kommen muss und Schüssel. Ich wette, deine Mutter stellt dann einfach die Schüssel auf den Tisch und sagt, da hast du dein Essen. Du hast aber den guten Hunger. Ja, tut mir leid, Leute, dass es so lange dauert. Da kann ich jetzt einfach keinen Einfluss drauf nehmen. Das sind halt die Gegner, die jetzt gerade dran sind. Boah, das ist auch so ewig, ey. Gott, Alter. Komm. Wie kann er die Viecher denn ohne Tribut beschwören? Er hat doch eins geopfert. Echt? Was war denn da? So eine komische Marke. Hast du irgendwie Raigeki drauf, egal ob das gebannt ist? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass wir sonderlich lange geschützt sind, nur mal so am Rande. Ich kann meine Fallkarte nicht nutzen. Woran das bloß liegt? Doin. Wir machen ihn Damage. Wir hatten vorher schon Damage. Das hat schon so lange gedauert, dass die Musik nicht mal mehr Lust hat. Wenn diese Karte als Ziel für einen Angriff gewählt wird, solange sie kein X hat, zerstöre diese Karte. Jetzt haben wir ein Problem. Ach, Quatsch. Jetzt fängst du erst richtig an, Spaß zu machen. Immerhin habt ihr so ein scheiß Zerstörungsdeck oder Instant-Lebensburn. Was soll ich damit? Was hast du mit so? Das ist das gleiche wie vorher. Ja. Hier, das hier. Oh Gott, ey. Oh Gott, das Deck ist so scheiße. Das muss ich nochmal komplett überarbeiten. Beziehungsweise am besten komplett löschen. Ja. Sieh schwarzes Loch, Idiot. Das funktioniert links noch. Also, ich bin mir nicht so sicher, ob du dir sicher bist. Aber ich glaube, wir haben verloren. Ich baue mir so ein Deck mit Jinzo, ey. Wieso darf die Karte zweimal angreifen? Nein, das bringt mir nichts. The Marshmallow. Dreimal darf die angreifen? Fuck. Falls diese angreifende Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört, du kannst ein offenes Monster in offener Verteidigungsposition. Durch sein Waffending, denke ich mal, oder? Ender ist. Also, er kann die Position nur wechseln, wenn er ein Monster zerstört. Achso.
Das heißt, wir legen das Ding gleich im Verteidigungsmodus und drin spielen keine anderen Monster, die er zerstören kann, würde ich sagen. Ja, wäre ganz gut. Rüste das gewählte Monster aus. Oder du kannst diese Karte ausklinken und als Spezialbeschwörung auf eine andere beschwören. Sollte das gewählte Ziel durch diesen Effekt ausgerüstet ist, erhält es 1000 Angriffspunkte, wenn das gewählte Ziel... Also, ich soll jetzt keins legen, kein Monster legen. Nein, weil er sonst den Marshmallow wieder im Angriff macht. Lass mal ein paar Runden warten. Ja, 15 Runden. 14, ja. 15. Wir brauchen ja 15.000 Schaden, nicht 14.000 Schaden, um sie zu besiegen. Ja, ich muss zugeben, diese 2v2-Duelle machen echt Spaß. Vor allem dauern die Aufnahmen auch überhaupt nicht lange. So ein schwules Nitro. Wow, ja. Ich schlaf langsam ein. What the fuck, was macht der jetzt? Die Ausrüstung abklinken. Damit es ein 1800er Monster ist. Aber er dürfte trotzdem nicht da vorbeikommen, solange er keine Karte hat, die ihn zerstört. Hoffen wir's mal. Wenn die Karte zerstört jetzt, mache ich dich dafür verantwortlich. Wiss. Junge, mein Penis in... Sagtest du nicht, Ra wäre gebannt? Sagtest du nicht, Ra wäre gebannt? Dachte ich eigentlich auch. Wie der Pisser einfach Ra spielt. Ich krieg so viel. Wie stark war das nochmal, Ra? Lies es dir durch. Die Normalschwörung dieser Karte kann nicht negiert werden. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, können Effekte und Zauber... Effekte von Zauberfallen und Effektmonster nicht aktiviert werden. Die Angriffe und Defensivpunkte erhöhen sich um die Punkte der drei geopferten Monster. Biete Monster auf deiner Spielfeldseite als Tribut an, außer diese Karte, um die Attacke und die diese Karte zu steigern. Zu erhöhen, ja. Diese Karte kann nicht als Ziel von Zauber- und Fallensprüchen werden. What the fuck? Ja, das ist doch normal. Zahle 1000 Lebenspunkte, um alle Monster deines Gegners zu zerstören. Opfere alle Lebenspunkte bis auf einen ums Ra und... das Vieh hat 14.100 Angriff, ne? Ich wollte es ja nur mal so sagen. Junge, ich höre nie wieder auf dich, wenn ich dich frage, ob die Götterkarten da sind. Ja, Ra ist gesperrt. Nein, ich habe nicht gesagt, ich habe gesagt, Obelisk und Slifer sind da. Ra ist an sich eigentlich gesperrt. Ja, das hast du gesagt, Ra ist gesperrt. Aber ich sehe da gerade einen Ra vor mir liegen. Nein, warte mal, Slifer war, glaube ich, gebannt. Obelisk. Also ich verstehe nicht, warum er jetzt den Typhoon gespielt hat. Weil wir können eh keine Fallenkarten spielen. Hätte eine Zauberkarte sein können. Dann hätten wir sie schon dreimal aktiviert. Der hat mit seinem gleich Super zu Ende, ja. Dann bist du dran. Und ich bezweifle auch, dass wir es irgendwie hinbekommen hätten, 14.100 Schaden auf den zu machen. Oder 14.000. Hast du noch eine andere Karte? Hast du einen mit 2.700? Ich habe einen mit 3.400. Kannst du damit angreifen? Ich brauche zwei Opfer. Kannst du schnell irgendwie opfern? Ich könnte dich opfern. Pass auf, jetzt opfert der andere Typ auch noch. Ah ne, das sind ja beide gleich Lebenpunkte. Wenn du drei Monster auf den Spielfeldseite als Tribut anbietest, darunter mindestens ein Schicksal hält. Wie soll ich die beschwören? Meinst du, ich soll ein Monster legen im Verteidigungsmodus? Oder soll ich es lieber lassen? Ich weiß es nicht. Er hat die Synchro-Karte weggelegt, wodurch er das ändern konnte. Leg eine. Weil wir brauchen drei Monster, damit ich den spielen kann, aber es macht gerade recht wenig Sinn. Weil ich habe
Warte, ich habe eine, die zieht, ist eine Zauberkarte, die zieht ihm 800 Damage. Ich brauche die. Oh Gott, er hat eine verdeckte Karte. Oh nein, wir haben verdeckt. Nein, er hat. Oh bitte, 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 kein Monster. Was hat er weggelegt? 700 allein reicht nicht. Er kann einen wiederbeleben, glaube ich. Du kannst ein Monster von deiner Hand auf dem Friedhof legen und diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Ich habe kein Monster. Ich muss eine Karte ziehen. Wenn das jetzt kein Monster ist, dann haben wir eine Arschkarte. I hate this fucker. Hä? Der will Replay speichern. I hate this fucker. Ach, der hat aufgegeben. Der ist geliebt. Lol. Das Replay speichere ich. Ich meine, ich hab's jetzt in der Aufnahme. Aber nice, jetzt habe ich's auch nochmal so. Wir haben gewonnen. In diesem Sinne. Ah, Yu-Gi-Oh! Ist abgestürzt. Cool, beim Speichern dieser Datei. Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Es war ein sehr interessantes Match, was wir gewonnen haben, warum auch immer. Das war sehr interessant. Weil die Gegner sich da irgendwie nicht einig waren, ich sag's mal so. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.